Alter, das ist ja schon End. Das ist ja hier wirklich Endlevel. Hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge Zuschauer-Rex. Das erste fängt schon mal ziemlich wild an. Also, es könnte sein, dass uns gleich der Schlüpfer platzt. Nachdem ja in der letzten Folge schon wirklich sehr fantastische Rigs drin waren, fangen wir heute mit dem von Razy an. Und Razy hat auf jeden Fall schon mal so einen Banger-Computer. Hier ist so viel los auf dem Schreibtisch. Mittlerweile sind Computer ja auch Zierde geworden, ne? So Zierde im Sinne von schön, muss alles schick sein. Aber schön, also Rechner sieht wirklich schnieke aus. Oh, mein, also es gibt so Leute, die haben so schöne Schreibtische und das sieht hier schon wieder so ordentlich aus, aufgeräumt und alles in derselben Farbe. Moment, hast du deinen Buttkicker überhaupt an? 22, ja, hast du, okay. Ui. Ich bin echt begeistert von einigen Menschen. Da ist der Buttkicker unten am Arsch. Den hat auch jemand mal richtig schön angeschröbt am Sitz. Irgendwas anderes ist da auch noch daneben. Oh, guck mal hier, alles schön außen, dicht und ordentlich. Und das sieht wirklich sehr schön aus. Alles aufgeräumt. Oh, guck dir das mal an. Mager, InDesign einfach durchgespielt. Ich habe immer bei, wenn ich solche Räume sehe, dann denke ich immer, dass da eine Dame im Haus wohnt. Aber dann sehe ich InDesign-Raum und muss immer feststellen, nee, muss nicht. Da wurden Zeitungen gelesen. Ui, das ist schon schön. Das ist wirklich eine sehr schöne Ecke. Also, Razy, 10 von 10, würde ich auch machen. Alles sehr schön clean. Was haben wir, wen haben wir denn hier? Thorsten haben wir. Oh, Thorsten hat mit unterschiedlichen Bildschirmen. Aber geil. Okay, das ist, glaube ich, gehen wir in die Evolutionsstufe. Aber das ist am Bett dran. Ui, selbst gebaut. Das sieht echt gut aus. Thorsten, Entschuldigung, dass ich jetzt das mal sagen muss, ne? Hauptsache, hauptsächlich die das, also ich gehe mal davon aus, dass das das Asus geht, ist für 180 Euro kaufen. und dann nicht mal ein Triple Stand für die Bildschirme. Man muss Prioritäten setzen, Chat. Ich finde das geil. Ich finde das gut. Ganz klare Prioritäten sind gesetzt worden. Das sieht echt schön aus, Thorsten. Ist simpel, aber gut. Vor allen Dingen auch, weil der Stuhl sich so umklappt. Ist richtig gut. Und grün ist auch wohl dein... Ah, okay, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, das erklärt einiges. Okay, Thorsten, gucken wir nur... Oh, okay. Hab nichts gesagt, Thorsten. Hab nichts gesagt, du hast den passenden Monitor-Stand gekauft zu dem Kit. Thorsten hat nochmal investiert. Nice, ey. Schön. Oh, warte mal. Hessi hat nochmal umgebaut? Nee. Hat Hessi jetzt nochmal gepostet? Das ist schon geil. Das ist schon geil, mit 2, 3 Steckern das alles fertig zu machen. Also Hessi auch hier an der Stelle. Ganz tolle Arbeit. Vor allen Dingen alles so clean. Wisst ihr, das Ding ist halt, hier wohnt wieder so ein Erwachsener. Sieht man schon. Also, weil nicht, was hier so drinnen steht, sondern es ist alles aufgeräumt und clean, sauber. Da wohnt jemand, der hat schon mal ein bisschen... Oh, ich bin immer so ein bisschen zögerlich bei Videos, bin ich ganz ehrlich. Ja, gib uns doch einen halben Vlog. Alter. What the? Vor allen Dingen, was ist denn das? Warum bewegt sich da noch ein Bildschirm? Ach so, den kann man dann quasi noch so... Alter, das ist ja schon End... Das ist ja hier wirklich Endlevel. Das ist absolut maximales Endlevel hier.
Wow. Das ist absolutes Endlevel hier. Wow. Wow, Ratte. Ist das nochmal? Nee, das ist was anderes. Maja, guck dir das mal an. Das ist halt wirklich 1:1 nachgebaut. Also ich ziehe meinen Hut, das ist eine 12 von 10. Ich möchte hier gar nichts zu sagen. Das ist wirklich eine absolute 12 von 10, was du da gebaut hast. Da wird das Höschen feucht. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich absolut krass, Ratte. Absolut insane. Ich habe erst im Oktober 2023 angefangen mit Simracing. Deshalb fahre ich noch auf einer CSL-DD. Aha. Ja, du, es ist ja auch Juli. Es ist Juli, kann man schon mal machen in einem Jahr. Warte, okay, das ist wirklich krass. Wirklich. Wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit. Das Problem ist, alles, was jetzt danach kommt, sieht irgendwie so doof aus. Obwohl die Sachen auch geil sind. Oh, hier. Oh, fantastisch. Bin ich jetzt schon wieder großer Fan von. Jemand, der ist das Giebel, ja? Der sein Giebel vernünftig ausnutzt? Ist das Giebel, ja? Oh, sogar mein Kamera. Da wird, glaube ich, gestreamt oder irgendwas aufgenommen. Da wurde erstmal was rangeghettoed. Ist auch schick. Sag ich, wie es ist? Oh, wow, wow. Beruhig dich mit den Kabels. Beruhig dich. Hier hat sich noch jemand irgendwas gebiberbastelt. Nice. Oh ja, wenn ich das immer so sehe, ne? Das sieht schon sehr schön aus, Sebastian. Das ist schön. Mr. Mo. Was haben wir denn bei Mr. Mo? Mr. Mo hat sein... Der Sitz sieht irgendwie eigenartig aus. Okay. Speed Control. Was auch immer das macht. Das sieht auch nach einer sehr... nach einer eigen erstellten Box aus. Geil. Das ist auch schick. Sag ich, wie es ist. Das sieht auch schick aus. Das ist auch wirklich eine schöne Arbeit, Mr. Mo. Auch wieder unterm Dach. Oh, hier sogar mit Beamer. Das ist ja voll das Entertainment-Zimmer. Das richtige Entertainment-Zimmer. Geil. Mr. Mo, schön. Nina S. Alter, ich habe gerade wirklich auf das Bild geguckt und irgendwie so, Bagger, wie groß bist du, dass dein Schreibtisch so hoch ist? Aber es ist halt ein Stehschreibtisch. Oh, hier ist auch alles schön rangebastelt, was man so braucht. Oder hat jemand Aluprofil daran gedengelt? Stell dir mal vor, so ein Ding steht in deinem Wohnzimmer. Mit Buttonbox und den ganzen Pipapo. Ah, okay, da wird wahrscheinlich irgendwo der Rechner stehen. Dann wird das da angeklimmt. Ja. Das ist auch schick. Sag ich, wie es ist? Das ist super schlicht und schön. MZ.
Was hat denn MZ hier am Stissel? MZ ist Team Gartenstuhl. Oh, das ist so ein faltbares Ding, was man wieder auseinandernehmen kann? Wahrscheinlich, ja. Hier sieht auch so aus, als wenn da umgebaut wird. Es sieht auch so aus, als wenn umgebaut wird. Warte mal kurz, hast du dir die neue Logitech gekauft? Die neue? Ja, tatsächlich, du hast die Logitech-CD geholt. Wurde hier, wurde eine Upgrades gemacht, aber ist schön die Kabel alle zusammengetüdert. Das finde ich gut. Tatsächlich, das sind die, das ist das ganze Logitech-Ding. Die komplette Ausstattung. Oder hat sogar Rumble-Motoren angebaut. Oder sind die standardmäßig dabei? Ich habe das noch nie gesehen. Hier sogar mit schöner Halterung zum Verstellen. Und sogar noch eine Haptikmatte. Also jetzt wird's aber wild. Kabel auch sehr schön gemacht. Oh geil, kannst das ganze Ding einfach rausnehmen und hinstellen. Das ist ja echt cool. Wahrscheinlich kannst du das hier über den Boden ziehen. Da sind so eine Filzdinger drunter. Geil. Das ist echt cool. MZ. Walker. Was haben wir denn bei Walker? Walker hat, glaube ich, so wie es aussieht, mal simpel angefangen. Wir sehen bestimmt gleich eine Evolutionsstufe. Bei Walker. Ah, guck mal, Walker fährt, glaube ich, sogar mit Boxen. Kann das sein? Walker ist Formel-1-Fahrer, glaube ich. Kann das sein? Der sitzt da so Formel-1-lastig drin. Walker hat nochmal geupgradet, sagt er. Und seine Kabel versteckt. Wie geil ist das denn? Ein Zimmer nur für das Ding. Mega. Das sieht richtig schön aus, Walker. Clean as fuck. Wow. Ja, was willst du sagen? Das ist halt schon echt schick gemacht. Das ist halt richtig schön gemacht, Walker. Oh, du fährst sogar mit Boxen, ne? Ja, so wie es aussieht. Ja, das haben wir ja vorhin ja schon. Ja. Ey, richtig gut. Sag ich, wie es ist, Walker. Oh, hier kommt noch mehr. Hier kommt noch mehr. Hauptsache halt ein Raum für Dings, ne? Ey, schöne Grüße gehen raus an Calimero. Ich habe deine Kids immer noch nicht angebaut. Meine Bezel-Free-Kids. Okay, was kommt jetzt? Walker hat sich wirklich einen gegönnert. Sag ich, wie es ist? Schön. Das ist schon schön. Also, das ist wirklich eine fantastische Arbeit. Alles sauber aufgeräumt. Okay. Hier ist ein Video. Ich habe so das Gefühl, man weiß, wer aus Makun seiner Community kommt. Alrighty, jetzt wird's richtig fancy. Okay. Ja. Okay. Alter, das ist richtig krass. Wow. Okay, gucken wir mal kurz rein. Da muss ja richtig Party sein. Ob da alles dran ist, also Bildschirme auch und so. Das ist ja schon ein bisschen geil, ne? Wie POV, ne? Okay, sieht man hier noch was? Tatsächlich, ja. Yeah.
Wow, das ist... Was haben wir denn hier für Rigs heute, sag mal? Holy moly, ey. Okay, das ist wirklich fancy. Das ist wirklich fancy. Wow. Stefan ohne F mit PH. Ey, Team Holz! Team Holz und Team Doggo. Ja, Holz tut's halt auch, ne? Doggo so geil. Ist das Stöckchen für mich? Oh, aber es wurde mal simpel angefangen. Es wurde mal sehr simpel angefangen und dann sich das gebaut. Ey, ganz ehrlich, das ist so simpel und gut. Da kann man echt nichts zu sagen. Stefan, finde ich geil. Finde ich gut. Wirklich für Leute jetzt, weil sie sagen, bist du Student oder so, oder hast du jetzt nicht unbedingt 500 Euro Lose für einen Rig? Warum nicht? Du sitzt fest. Das ist doch mega. Marco. Was hat Marco denn in petto? Marco ist auf jeden Fall... Oh, Marco ist auf jeden Fall ein guter. Marco hat auf jeden Fall eine Netzwerkdose in der Wand und sogar eine doppelte, so wie das aussieht. Guter Mann. Das ist die Garage. Kann das sein? Oder Keller? Ja. Das ist schon schick. Ich bin beneidet immer Menschen, die so einen Kellerraum haben. Also wisst ihr, so ein Raum, den man auch mal gebrauchen kann. War knapp, glaube ich, mit der Grafikkarte. Das ist schick, ehrlich. Sag's, wie es ist. Das ist sogar alles noch schön aufgeräumt und ordentlich. Das finde ich gut, Marco. Tolle Arbeit. Glanzmann. Ich glaube, Glanzmann, hat Glanzmann vielleicht gegoogelt? Nee, das ist Glanzmann seine Evolution. Okay. Ah, hier steht, ja, okay. Erstes Rig, okay. Ich wollte gerade sagen, das war so, kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, oh, da hat jemand bei Google was rausgesucht, aber, Alter, das war aber sehr früh noch. Das ist ja schon richtig fancy, Mann. Also da hat jemand ja schon ultra früh angefangen. Das muss ja, also für die, also das muss ja wirklich für Glanzmann, muss das ja so eine. Das muss ja eine komplette Weltveränderung sein. Das muss ja wirklich eine maximale Weltveränderung sein. Oh, hier auch schön mit so. Mann. Warum war ich eigentlich bei der InDesign-Schulung nicht dabei? Wahrscheinlich, weil ich einfach alleine lebe und es wirklich egal ist. Sieht richtig schön aus, Glanzmann. Wirklich. Und was für eine tolle Evolution. Das würde mich wirklich mal interessieren, Glanzmann, ob das von hier nach da so ein Moment war. So. Apostel. Was haben wir denn bei Apostel? Apostel hat auch drei verschiedene Bildschirme. Interessant. Und es sieht aus, als wenn da auch ein... Ach so, guck mal. Apostel macht beides. Der gamet hier dran, normal, und der fährt. Ah. Wahrscheinlich so ein Slider, dass man das rübersliden kann. Das ist ja cool. Das ist ja wirklich cool. Alter, Apostel, da ist aber richtig gespart an der Seite mit der Aluprofile. Hier sind ja so eine Schlagsägen dran. Dafür hast du hier wahrscheinlich einen Fuß drunter gebaut, ne? Ja gut, wann man hat, dann hat man, ne? Okay. Danke, Apostel. Quentin. Oh, Quentin ist Landwirtschaftssimulatorfahrer. Der ist nicht nur Racer. Oh, der hat auch selber gebaut hier. Ich würde sagen, da hat jemand komplett seine ganzen Pedale entkernt. Das ist ja richtig cool. Jetzt so ohne Scheiß. Das finde ich richtig geil. Schön alles mit Holz gebastelt. Nice. Feier ich, Quentin. Feier ich, absolut. Finde ich geil. Finde ich schön. Oh, hier sogar noch mit Getränkehalter. Wow. Das fühle ich. Zahnfee.
Zahnfee hat Katzen. So viel steht schon mal fest. Zahnfee hat Katzen. Und hat Angst, dass seine Katzen sich seine Haare da lassen. Oder die Haare da lassen. Das ist aber auch ein schöner, aufgeräumter Schreibtisch. Schön noch ein Roborock da unten. Ah, das ist quasi... Oh, okay, das ist zum Wegschieben und... Oh, nice. Oh, righty, das ist ja cool. Kannst du unten drunter schieben und dann fahren, nice. Das sehe ich jetzt in letzter Zeit wirklich häufiger und ich finde das wirklich gar nicht mal so unklug. Aber was ich wirklich heute mitgenommen habe, was ich total geil finde, ist, dass man sich diese Stands nicht mehr kaufen muss, sondern dass man das hier mit so Scharnieren, sage ich jetzt mal, so bauen kann. Das haben heute auch ein, zwei Leute gezeigt und ich denke, das wird den einen oder anderen da draußen auf eine Idee bringen. Weil wenn du das nämlich so komprimieren kannst und das hochklappst, das ist ja richtig, das ist ja wirklich ein Fünffett, das verbraucht ja dann noch weniger Platz. Also da waren heute schon wirklich richtige Banger dabei, meine Herren. Also da waren wirklich super geile Banger dabei, auch wenn man jetzt natürlich die richtig krassen Apparate sehen muss hier mit dem Schrank und mit Motion und LMDH-Nachbau und so. Aber das ist halt so, es gibt trotzdem so Leute, ne, wenn ich mir jetzt mal überlege, dass Rick von Quentin für Landwirtschaftssimulator aus Holz und richtig in Schnieke und dann halt auch noch so die ganzen anderen Rigs, wo ganze Räume gebaut wurden. Krass. Das ist wirklich krass, was ihr da draußen alles so für Sachen macht. Und ich sag's jedes Mal nach einer Folge, Zuschauer-Rigs finde ich meins einfach nicht mehr schön. Ich finde meins dann einfach irgendwie nicht mehr schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da denke ich mir dann immer, ach Mensch, also es wäre schön gewesen, das nochmal auseinander zu kloppen. Geil. Danke Leute, dass ihr eure Rigs hier immer einschickt. Das freut mich sehr. Ihr könnt sehr gerne, wenn ihr Bock habt, das bei uns im Discord machen. Da gibt es einen Channel, der heißt Zeigt mir eure Rigs. Und dann seid ihr vielleicht auch das nächste Mal dabei. Ist doch wirklich völlig egal, wie das aussieht, ob ihr am Schreibtisch fahrt oder ob ihr übelst den Banger habt, ob ihr einen Autonachbau habt. So, das spielt wirklich keine Rolle. Postet das einfach so, dass wir uns das mal ansehen können, wie ihr fahrt. Und uns mal ein paar Ideen holen. Denn jeder auf seine eigene Art und Weise, ob man das jetzt glaubt oder nicht, hat seine Ideen. Und inspiriert andere Menschen. Und das muss auch nicht immer übel krass aussehen. Bin ich ganz ehrlich. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, wa? Tschüss.